Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Am gestrigen Tag war ja einiges los. Der gute alte Mautado ist plötzlich wieder da. Und weg. Hallo. Hallo, wo warst du gestern? Ich habe mich mit Candy unterhalten, weil das alles ganz komisch ist. Wieso? Bisschen ausgesprochen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht, weil... Was weil ist denn los? Weil ich eine Fakerin von ihr geheiratet habe. Oh, Mautado. Aber ist denn Candy nicht genauso wie Candy Punkt? Also, hat sie noch Gefühle für dich? Weiß ich nicht. Darüber haben wir nicht geredet. Nur, dass Candy Punkt jetzt tot ist. Ich bin jetzt verwitwet, Paluten. Och, Mann. Menu, jetzt hör doch auf, ich versuche hier mit Mautado... Baller mich einmal weg. Baller mich nur einmal weg, bitte. Ach Gott. Warum habe ich eigentlich nicht so eine coole Waffe mitbekommen? Vorsicht, Mautado, geh zur Seite. Mautado, geh weg. Tu's. Wow. Du Mörder! Bei mir? Alles locker easy. So, meine Damen und Herren, wir werden jetzt mal... Oh, nee, ich möchte dich nicht heiraten, Manuel. Geh mal weg aus meiner... Ich hab niemanden mehr, Manu. Was? Oh, Alter, geil. Nein! Ich wollte es gar nicht nehmen. Manu. Ich habe jetzt außerdem Rechtsklick gemacht. Ich habe aus Versehen die Drogen genommen. Das wollte ich gar nicht. Ey, das war echt nicht mit Absicht. Ja, ach komm. Hör mir doch auf. Ich geh jetzt zu meiner Frau. Denn Pidizel hat noch eine. Meine? Nein, ja, das ist meine. Gib nur an. Hey, das ist meine. Ich zieh mal den ganzen Kram hier weg. Hallo, Caitlin. Hallo, Paluten. Mausi? Na, ist sie durch meine Kugel gestorben? Also rein theoretisch war es eine Tesla-Waffe, aber das weiß sie ja nicht. Ja, klar. Es war deine Waffe. Sehr schön. Zum ersten Mal hast du tatsächlich etwas durchgezogen. Ja, danke, Caitlin. Weil hätte ich jetzt die Wahrheit gesagt, hätte ich wieder Ärger bekommen. Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Nee, die hört dich doch. Weil die hört mich. Oh, jetzt hat sie sich umgedreht. Oh, hallo. Was, Paluten? Aber ich hab's richtig gehört. Wenn Mautado seine Stimme verstellt. Palette, danke. Kommst du mal runter, bitte? Warte mal, gleich. Danke, aber es wäre noch sicherer für dich, wenn du hier bleibst, Caitlin. Ja, bleib lieber hier unten im Keller. Okay, aber warum? Ja, die Alpha Corporation ist noch da draußen. Ich möchte doch nicht, dass meinem Schatzi-Pupsi was passiert. Ja, das stimmt. Hier unten ist es wohl erstmal sicherer für mich. Also, für uns. Ja. Bleib du erstmal hier unten, Caitlin. Das ist schon ganz gut. So, Manuel, wo soll ich hin? Zum Eingang. Okay. Und dann runterrutschen. Wieso runterrutschen? Frau im Keller behalten, oder? Hä? Komm raus. Genau. Und guck dir mal an, was hier abgeht. Was ist das denn? Hier sind ja noch mehr. Ich schütte gleich die Lava rein. Wer hat denn hier alles wieder aufgerissen? Das war ich. Ja, ich muss ja irgendwie rauskommen. Warum hast du Treibsand in deiner Bude? Ja, weil das Zombie war. Oh, und Zombie ist am heutigen Tag, der ist leider ein bisschen verhindert. Nur kurz, um mal so ein bisschen aus der Trickkiste, wollte ich gerade sagen, aus der Interna zu plaudern. Ich bin momentan ein bisschen im Stress, wie ihr das vielleicht in dem einen oder anderen Video mitbekommen habt. Habe ich jetzt momentan, wo ihr das Video seht, gerade Besuch aus Hamburg. Und den wollte ich mal ein bisschen Kölle zeigen und deshalb muss ich ein bisschen vorproduzieren. Und vorproduzieren ist immer ein Chaos. Hast du mich gerade? Ja. General Dieter, vorsichtig! Oh, sorry. Hey Palle, ein kleines Fischerdorf an der Küste benötigt angeblich die Hilfe des Freedom Squads. Geht wohl um ein paar Piraten. Ganz so genau konnte ich die Botschaft nicht entschlüsseln. Könnt ihr die das schnell übernehmen? Ja, wir haben ja momentan. Ja, okay. Perfekt, der Teleporter wurde von Professor Ente kalibriert. Bitte nehmt wie immer nur das Nötigste mit. Ah, wieder diesen... Ach, wann macht Professor Ende mal was hundertprozentig? Teleporter, die nicht den ganzen Stissel mitnehmen? Warte mal, ich muss ja mal meine Arztkleidung hier ausziehen. Pidizel, brauchen wir ein bisschen Dia-Stissel. Komm, für so ein paar Piraten, dann nehme ich einfach... Weißt du, die kriegt nicht die goldene Schusswaffe. Kriegt hier, packen wir mal alles weg. Dann kriegt ihr ein bisschen Dia. So, Dia-Schwert. Einmal, Dankeschön. Dann gibt es hier nochmal ein paar Dias. Dann mache ich nochmal hier so eine schöne, gute alte Brustplatte. Leute, equippt euch, okay? Ja. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gerade angedrückt? Ich hatte auf einmal Witcher's Cauldron. Also von Witchery. Ach, das ja, war noch Zeit mit Witchery und Minecraft Galaxy. Das habe ich einmal ganz kurz angefangen. Dann habe ich es nicht ganz so sehr verstanden. Aber dann habe ich damals Bert die Eule. Leute, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr noch Bert die Eule kennt.
Der war klasse. Alter! Es hat erst nicht geklappt. Ja, ich dachte, ach nein, Manuel. RIP. Aber dann hast du es. Also, ich bin auch so eine Waffe. Die ist nur für. Da hat man bestimmt Spaß. Bei MLG Guys. Wir haben 1352 Karotten. Ja. Alter. Ja, Modalo kann auf jeden Fall lange davon leben. Der? Guck mal, wie er da immer wieder zack. Oh, muss man ein bisschen mehr Risk taken, Manuel. Oh, ja. Alter, das okay, war krass. Nee, warte, Sekunde. Nein, ich bitte dich. Nee, guck. Du hast gerade Diego weggeschossen. Risk taken. Ich hab sogar den Schadengeräusch gehört. Alter, Falter. Okidoki, die 5 Dias, die nehme ich auch noch mit. Freedom Squad, seid ihr bereit? Ja. Ab in den Teleporter. 3, 2, 1, go! Ja! Oh. Freunde! Ja? Was machst du denn da immer? Ja, was kann ich denn dafür? Wieso seid ihr denn schon da? Ich komme hier nicht hoch. Vielleicht hat uns Professor Ente das einfach besser gecodet für uns. Ach, euch bevorzugt er? Ja, klar. Ja, anscheinend. Was ist hier? Oh, Alter. Roher Lachs. Ein Clownfisch. Ich nehme ein Ruder mit. Puffy. Was? Ja, der war Puffy gerade. Ach, lecker. Lecker was? Puffy. Mm. Ich esse den. Ja. Guten Tag, Mr. Leonardo. Hallo, Paluten. Bitte hilf uns. Ich kann sie nicht aufhalten. Yo, Leonardo, Alter, kennst du Donatello? Ganz ruhig, was ist passiert? Wir wurden von den Arganern angegriffen. Sie werden uns alle töten. Sie sind mit einem riesigen Raumschiff hier. Ich weiß nicht, wie ich sie aufhalten kann, aber Erasmus müsste sie aufhalten können. Er lebt auf der anderen Seite der Insel im Turm. Ja, der Freedom Squad wird sich darum kümmern. Seid ihr bereit, Freedom Squad? Ja. Ja. Manuel, ohne Fragezeichen. Ja. Ich habe aber eine Frage. Ja. Hui. Okay, Quest aktualisiert. Frage die Einwohner nach dem Weg zum Turm. Und damit seht ihr schon was, meine Damen und Herren. Die heutige Folge wurde von den Cinemaps Boys programmiert und erstellt. Ich finde das mal wieder richtig, richtig nice, eine Fanmap zu zocken im Freedom Style. Das ist hier komplett custom und ich freue mich da drauf. Und jetzt legen wir auch direkt los. Ich werde allerdings nochmal ganz kurz Grafikeinstellungen, denn ich habe hier irgendwie kein Optifine drauf. So, jetzt schauen wir doch mal. Jetzt, okay. Warte mal. Ja, was ist los? Woher kommen eigentlich die Argana? Weißt du, ich habe das bis jetzt einfach immer respektiert, dass es die gibt. Ach so. Aber ich wusste nie, woher die kommen. Warte, das kann ich dir ganz leicht erklären. Also ich weiß, wir wissen selber auch nicht, woher sie kommen. Sie sind das erste Mal in Berührung gekommen mit Pingling. Weil Manuel hat Pingling auf dem Mars vergessen. Oder auf dem Mond. Vergessen! Nee, du hast sie da liegen gelassen! Ja, mit Absicht. Und dann haben die Argana, das ist so eine interstellare Gruppe von Leuten, und die haben sie aufgesammelt und zu ihrer Anführerin gemacht. Und das sind halt, die wollen halt, die sind so Galaxienzerstörer und rauben andere Planeten aus. Das sind die Bösen. Okay, die bösen Aliens aus dem All. So, Leute, ich habe die Option ein bisschen umgestellt, sodass man hier ein paar mehr Frames hat. Derweil ist es schon ein bisschen dunkel geworden. So, Leute, wir wissen, was zu tun ist. Manuel, lass Leonardo in Ruhe. Rette nur mit ihm. Nur weil du selber gerne... Hallo, Puffy. Hier, du kleine... Nee, ich möchte sowas. Glück. Kann Hallo, Puffy Franziska. Reden eigentlich? Mann. Ja! Ich habe keine Zeit. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ist da wurde es wieder abgeblitzt. Die war Alter. Manuel, das ist nicht lustig. Außerdem habe ich sie nicht mal angequatscht. Doch, hast du. Oh. Doch. Ich kenne den Unterschied bei dir. Hä? Alter, was? Hast du jetzt gerade hier echt was abgezogen? Nee, ich habe das einfach aus dem Ding genommen. Hier ist auch Alter, ein Händler. Wie stark ist das denn? Das nehme ich jetzt. Alter. Goldmünzen? Alter. Okay. Hat irgendjemand von euch Goldmünzen? Nee. Hier ist noch ein bisschen Essen drin. Ich habe aber eine gute Waffe. Ein bisschen Meat. Oh, nee, tut mir leid, sowas brauche ich nicht, sowas möchte ich nicht. Bei der Mission müssen wir topfit sein. Was ist hier? Nee, hier geht's nicht längs. Okay, Leute, fragt die Leute. Verteilen Freedom Squad. Okay. Hallo Otto. Gib dir mal ein anderes Schwert. Alter, hallo Otto. Hallo Fremder, wie kann ich euch helfen? Kannst du mir sagen, wie ich zum Turm komme, Otto? Das ist einfach, folge einfach dem Weg aus dem Dorf raus und dann bis zu einer Kreuzung. Dann gehe geradeaus und dann solltest du den Turm auch schon sehen.
Hat sich das jemand gemerkt? Ja. Ich nicht. Alter, Johannes, guten Tag. Mein Sohn, die Welt geht zu Ende. Komm und bete mit mir. Nö. Ja, Johannes, ich weiß ja nicht mal. Ganz ehrlich, ich habe ja nichts gegen Religion. Ich finde, jeder soll seine Religion ausleben, wie er lecker lustig ist. Ganz ehrlich. Hallo, Harald. Hallo, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich werde Sie auch reich belohnen. Ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. Oh. Könnten Sie mit ihr reden? Was ist die Belohnung? Oh ja, ein Freund von mir ist Schmied und hat mir vor kurzem einen Kampfhammer... Was? Ach geil, ein Kampfhammer aus echtem Smaragd. Ja, wir helfen dir. Wir machen das, Harald. Vielen Dank. Sie finden sie hinter mir in der Schreiberei. Ja, ich bin gleich wieder da, Harald. Harald und seine Freundin, neue Quest. Was ist hier mit Walter? Paluten, hast du Ausrüstung für mich und meine Freunde? Nee, Walter, ich kann jetzt hier auch nicht alles machen, ehrlich. Red weiter mit dem! Warum? Ich glaube... Ja, was? Für mich und meine Freunde? Klar, einfach die Leiter rauf. Der ist bedient euch nett. Ruhig. Wir dürfen uns einfach alles nehmen, was wir wollen. Was? Guck dir das an. Ja, warte mal, dann sucht mal ein geiles Schwert. Ich brauche eins, was ich mehr als... Ich hab schon eins. Das Dämonenschwert ist extrem stark. Hier ist aber kein Dämonenschwert. Stimmt. Na toll. Aber ich hab eins. Wie viel Schaden macht eins? Meins macht 8. Ah, meins macht 10. Läuft bei mir. Okay, kommt Leute, wir müssen die Argane aufhalten. Wir können hier nicht... Warte mal, Ludwig, hallo? Einen schönen Tag wünschen. Ja, ebenso, Ludwig. Danke, danke. Komm erst mal mit. Komm erst mal kurz mit. Was denn? Geh doch mal zu dem Typen, der Druff ist. Hier. Wer ist denn Druff? Ja, hier, der ist Druff. Otto? Lorenz! Was ist denn bei dir los? Und hier ist seine Hütte. Das ist seine... Alter, guck mal, das kommt aber raus, wenn man zu viel Met trinkt. Das ist die gerechte Strafe. Was? Barbara. Oh. Alter, Barbara, du bist ja potthässlich. Hallo, was wollen Sie? Ach, das ist Barbara, die von dem... Ja, ich muss mit dir reden, Alter. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Er schickt einen Fremden, um seine Probleme auszubaden? Ja. Was hat er denn gesagt? Ich soll mit Ihnen reden und krieg dann eine Belohnung. Ja, so ist das. Das passt ja zu diesem Versager. Der wird was von mir hören, da können Sie sich sicher sein. Barbara, Sie könnten eine gute Freundin von Caitlin sein, so nett wie Sie sind. Zack, Harald und seine Freundin. So, dann gehe ich wieder zurück zu Harald und dann gette ich die Belohnung. Weiß jemand, wo Harald ist? Hier ist Klaus. Der war auf der anderen Seite. Oh, okay. Harald? Ja, hier ist er, bei mir. Okay, warte, das kriegen wir hin. Ja, er guckt da noch ganz bedrückt auf den Boden. Oh, hallo Harald. Sie haben mit ihr geredet? Danke, ich bin sicher, dass sie gleich auftaucht. Tada! Oh, jetzt habe ich einen Smaragd. Verdammt, der hat auch nur 8 Angriffsschaden. Harald hat mich verarscht. Ganz ehrlich. Ja, nee, du kannst bestimmt Nary. Teuer auf eBay verkaufen. Oh. Was ist? Oh. Oh Gott! Bin wieder angegriffen? Aliens! Ein Erdbeben! What? Ja! Alter, das kam wie aus dem Nichts. Hölle. Kilian? Das war ein Erdbeben, oder? Sie starten also ihren Angriff schon. Wir sind alle verloren. Ja, das war ein Erdbeben, aber was redest du da von einem Angriff? Die Erganer nutzen neuerdings nicht mehr Laserwaffen, sondern rufen mit großen Geräten in ihren Schiffen Naturkatastrophen hervor. Diese Methode ist sehr effektiv. Was nicht gut für uns ist. Okay, Freedom Squad. Alter. Gott, die haben die Natur kaputt gemacht. Nein, fuck, jetzt haben mich verbaut, scheiße. Mini, was machst du da? Ja, ich schütze mich. Alter, kriegen wir nie die Schweine. So das bringt dir auch nichts. Das bringt viel. Nee, gar nichts. Also ich fühle mich hier sicher, Mann. Ich fühle mich hier gerade auch extrem. Alter, aber das ist nicht der Freedom Squad, den ich kenne. Wir müssen die aufhalten. Ja, mach dir mal. Tschüss. Gut. Hallo, Jakob. Vor allem ich mit dem besten Schwert. Ich muss schnell nach Hause. Lassen Sie mich in Ruhe. Yeah, okay, chill mal, Digga. Ganz ehrlich. So schlimm ist es nun auch nicht. Hallo, Erhard. What? Oh Gott. Was? Okay, Erhard. Erhard, nein! Erhard, lauf doch! Da kommt eine Riese! Kann ihn jemand schubsen? Schubs ihn mal ein bisschen zur Seite, Erhard!
Genau, box ihn kurz weg. Oh, nee. Oh nein, das war eine blöde Idee. Warum, schlagt ihr... Er überlebt dafür, weißt du? Ja, du aber nicht. Nein, dafür... Ja, guck mal, die Säule hätten bestimmt komplett platt gemacht. Lauf, Maudado! Lass uns einfach hier weitergehen. Ja, tu's nicht. Finde den Weg über die... Oh, ist friedlich. Über die Schlucht? Was? Oh. Was? Hier stürzt alles ein. Hä? Wow! Oh Gott! Alter, was passiert hier?